Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Gott ist tot Box von Zombies. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Gott ist tot von Zombies, das Ganze am 1. Juni erschienen. Wir werden das Ganze mal aus der Folie befreien und uns dann im Detail ansehen. So. Also, wir haben hier eine schwarze Box mit weißem Aufdruck. Und zwar lesen wir hier oben Schande präsentiert, also das ist das Label, über das das Album erschienen ist. Dann mit diesem sehr kryptischen Schriftzug, schwer zu lesen, Zombies. Und dann haben wir hier ganz unten noch Gott ist tot. Das ist ja ein Zitat oder vor allem durch Friedrich Nietzsche geprägt worden. Und wir haben hier einen Zombie am Kreuz hängen und diverse Zombie-Jünger, die hier um ihn herumstehen. Also auf jeden Fall sehr krasse Szenen, sehr heftiges Bild. Rundum die Box in Schwarz gehalten. Auf der linken Seite haben wir dann einmal ein umgedrehtes Kreuz und einmal das hier, das ist das Logo der Zombies. Auf der Rückseite haben wir dann diese Riesenschlangen, die hier scheinbar einen Apfel, der von Würmern zerfressen ist, umklammern. Also das ist wohl eine Anlehnung oder ja, inspiriert von der Adam- und Eva-Geschichte mit dem Apfel und der Schlange und der Vertreibung aus dem Paradies. Dann haben wir die Credits zum Album, einen Barcode und darüber, relativ klein und unscheinbar, den Inhalt aufgelistet. Und zwar lesen wir hier Album Jewel Case CD, dann Runen Nummer 1 Jewel Case CD, limitiertes Gott ist tot Shirt und A3 Poster. Okay, gut, wir werden das Ganze mal aus der Box holen. Und zwar haben wir hier einmal das Shirt, dann das Album an sich, dann diese Bonus-CD, ein Zettel, okay, und das Poster. Von innen die Box glatt in weiß. So, und nachdem hier diverse Sachen noch in Plastik sind, werden wir diese mal aus der Verpackung holen. Einmal das Shirt. Und dann haben wir hier noch die Musik. So. Also einmal hier diese Bonus-CD. Und dann natürlich noch das Album an sich. Ja, hier ist zwar wieder so eine Lasche, aber irgendwie reißen die bei mir immer ab oder ich schaff's nicht, das ganze Plastik dann mit Hilfe dieser Lasche zu entfernen. Ich probiere es nochmal. Okay, na gut, jetzt habe ich es verschrien. Also es scheint doch ab und zu mit diesen Laschen zu funktionieren. Dann sparen wir uns das Messer an dieser Stelle. Gut, wir starten mit dem Album an sich. Vielleicht nochmal ganz kurz was zu dem Interpret, zu der Gruppe. Und zwar Zombies ist ein Zusammenschluss aus 5 Herrschaften. Das sind 4 Rapper und ein DJ. Und zwar sind das einmal Tamasch und Bastard aus Berlin, die rappen. Und natürlich dann auch noch ein Rap-Duo, nämlich Dick und Doof. Also das sind die 4 Herrschaften, die rappen. Und dann haben wir einen 5. im Bunde, der produziert, also der DJ ist, von dem habe ich ehrlich gesagt bis dato noch nie gehört. Wenn ich mich täusche, dann heißt er KVSV. Und diese machen eben zusammen zu 5 als Zombies Musik und haben sich in diesem Sinne auch umbenannt. Also
Sie heißen nicht nur Zombies als Kollektiv, sondern sie haben auch hier die Namen analog ihren Farben. Und zwar haben wir die Interpreten Grey, White, Purple, Black und Red. Also nach ihren Farben passend benannt. Gut, dann starten wir mit dem Album an sich. So sieht das aus. Auch hier wieder dieser gehörnte, mehr oder weniger Jesus. Also Jesus, aber hier mit Zombie-Händen und Maske und Hörnern. Oben lesen wir Schande präsentiert Zombies und hier das umgedrehte Kreuz. Das Ganze kommt in einem Standard-Jewel-Case. Hier auf der Seite sehen wir Stacheldraht. Hier lesen wir Zombies, Gott ist tot. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist, 16 Stück an der Zahl, Credits und Barcode. Bei diesen 16 Tracks gibt es keinerlei Features. Wir haben hier noch die Infos, wer die ganzen Tracks produziert hat. Und dann haben wir hier noch, ja, sieht aus wie eine Kinderzeichnung, als würde hier eine Kirche in Flammen stehen. Gut, dann haben wir das Booklet im Comic-Stil gehalten. Wir haben hier diverse Zeichnungen der Zombies. Das sieht nach letztem Abend mal aus. Auch hier wieder die fünf vereint an einem Tisch. Was auch immer sie hier essen. Wahrscheinlich haben sie hier gerade einen Menschen zerstückelt. So, dann haben wir hier einmal eine Danksagung. Ein gammelhaftes Danke an alle, die unsere Schandtaten unterstützt haben. Also hier die Beteiligten. Und dann haben wir hier noch, jawohl, weil ich ja schon Friedrich Nietzsche angesprochen habe, also auch hier ein Auszug, eine Textpassage, könnt ihr euch natürlich hier kurz durchlesen, das Video anhalten, aus dem Werk Der tolle Mensch von Friedrich Nietzsche. Kann ich nur empfehlen. Gut, dann haben wir hier weitere Comiczeichnungen. So sieht das aus. Und hier zum Abschluss nochmal Zombies. Die Album-CD in Schwarz und Weiß. Wir haben hier einfach wieder das Logo der Zombies. So sieht das aus. Und dahinter nochmals die Interpreten. Beziehungsweise vier von ihnen, vier von fünf sind hier abgebildet. Dann haben wir eine zweite CD, die Bonus-EP. Und zwar nennt sich das Ganze Runen. Jawohl. Und zwar, wir lesen es zwar nicht am Cover, aber hier lesen wir es, Runen Nummer 1 Bonus-CD. So sieht das aus. Wir haben hier fünf Herrschaften abgebildet. Sieht, erinnert ein bisschen so an Slipknot oder solche Bands. Also auf jeden Fall heftige Masken. Zombies Gang Proudly Presents. Und dann haben wir hier 9 Tracks an der Zahl, wobei man sagen muss, es sind 6 Tracks inklusive 3 mehr oder weniger Remix-Versionen, denn die letzten 3 Tracks hier in der Chopped and Screwed-Version. Auch hier wieder Credits angeführt. Dann kommen wir zum Booklet. Wir haben hier einmal die Herrschaften abgebildet wieder. Was lesen wir hier? Satan bedeutet Güte gegenüber denjenigen, die sie verdienen, anstatt Verschwendung von Liebe an Undankbare. Okay. Also hier die 4 Rapper des Kollektivs. Also Bastard, Tamasch und Dick und Doof. Beziehungsweise in dem Fall Doof und Dick. So, dann haben wir hier 9 Tracks aufgelistet. Auch hier wieder inklusive der Infos, wer das Ganze produziert hat. Und hier haben wir sogar Features, und zwar haben wir hier Feature von Elias Fogg und Der Zirkel und Grafi. Ansonsten wieder Solo-Tracks, beziehungsweise ja, Zombies-Tracks. So sieht die Album-CD aus, in Schwarz, Dunkelrot und Weiß gehalten. Runen-Bonus-CD lesen wir hier. Und auch hier wieder ein Zombie abgebildet, der scheinbar gerade eine Zigarette entzünden möchte, beziehungsweise einen Joint. Dann haben wir ein Poster. Und auch hier wieder die 4 Herren drauf. Mit Herz und Gehirn in der Hand. Also heftiges Motiv im Querformat das Ganze. Einseitig bedruckt, Rückseite blank weiß. Jetzt frage ich euch das wieder
schaffe zusammenzulegen. Ja, schaut gut aus. Dann haben wir noch einen Zettel. Was lesen wir hier? Kirchenaustrittsantrag. Okay. Zuständiges Amt. Alter. Was zum Teufel? Okay. Also die haben hier tatsächlich eine Vorlage mit reingepackt, einen Zettel, den man ausfüllen kann, um aus seiner jeweiligen Kirche auszutreten. Man hat hier sogar eine Übersicht über die einzelnen Austrittsgebühren. So sieht das aus. Pro Bundesland. Informationen zum Kirchenaustritt vorgehen. Hiermit erkläre ich meinen Rücktritt aus der Religionsgemeinschaft. Okay. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt so als amtliches Dokument durchgeht. Alleine schon, weil Name, Straße und PLZ-Ort hier sehr klein bemessen ist, das Feld. Aber ich glaube, wenn man das entsprechend abzeichnet, ist das auf jeden Fall gültig. Ja, was ihr damit macht, ist natürlich eure Sache. Ich muss ehrlich sagen, ich habe dafür keine Verwendung. Ich bin bereits aus der Kirche ausgetreten, vor einigen Jahren. Und dann haben wir als letzten Boxinhalt noch ein Shirt. Und auch hier wieder die Grafik, die wir schon vom Boxcover kennen. Allerdings lesen wir hier nur oben Zombies und unten Gott ist tot. Nicht mehr. Also hier diese Grafik mit diesem Zombie-Jesus und seinen Jüngern, die um ihn trauern. Neckprint haben wir keinen und wir haben es zu tun, das ist erfreulich, mal kein Gilden in der Hand zu haben, sondern ein Souls Regent in der Größe L. Das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus, wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Shirt mit diesem weißen Zombies Schriftzug und darunter haben wir dann die Grafik, die wir schon vom Boxcover kennen. Heftiges Design auf jeden Fall. Ich muss ganz ehrlich sagen, rein von der Optik sagt es mir nicht so zu. Erinnert mich etwas an so Band-Shirts von irgendwelchen Heavy-Metal-Bands oder so. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde dieses Shirt eher nicht tragen. So heftig ich das Design oder die Gestaltung finde, aber ist einfach so vom Style her nicht ganz so mein Geschmack. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Dann dieses Formular hier, dieser Zettel, dieses Kirchenaustrittsformular. Das Poster einseitig bedruckt im Querformat. Die Bonus-CD Runen Nummer 1 mit 9 Tracks im Standard-Toolcase. Und natürlich das Album an sich ebenfalls im Standard-Toolcase mit 16 Tracks. Macht insgesamt 25 Tracks. Ja, das alles in dieser wunderbaren Box. Gott ist tot. Meines Wissens ist die Box bereits ausverkauft. Gab es ja auch nur in sehr limitierter Auflage über Distributions und nicht über Amazon oder sonstige großen Händler, sondern wirklich exklusiv auf Distributions. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Zombies unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing, passt auf euch auf, ciao!